Wenn man glaubt, es geht nicht schlimmer, doch schlimmer geht's immer. Asantus. Oh. Guck mal, da kommt der Osterhase. Also für die, denen das jetzt so ein bisschen in den Ohren wehtut, Asantos hat gesagt, er findet es schön, dass er so singt und er möchte gern mehr davon. Oh, schön. Der Gesichtsausdruck auch. Ah, guck mal, das ist der Osterhase. Heute ist der Eiersuche und Herbsthase. Das ist ein Feiertag, an dem der Osterhase vorbeikommt. Na, für Neulinge wie Asantus, das ist der Osterhase. Den gibt's hier wirklich, ja. Wir stellen uns mal bei ihm vor. Asantus hat gesagt, er würde es lustig finden, wenn ich mehr aus seinem Leben zeige. Hab ihn jetzt noch zweimal angeschrieben, ob er das wirklich will. Wenn er irgendwann sagt, ja, er will das wirklich, dann werden wir diese Folge veröffentlichen. Auf sein eigenes Risiko hin. Okay, hör mal auf zu singen, sonst rennt der Hase gleich weg. Ach, dein Hund ist ja auch noch da. Huch, hab ich ja ganz vergessen. Hallo, hier ist Jena. Schon wieder singen? Ne? Lieber nicht. Also das hier ist so ein Feiertag, an dem soll man Eier suchen. Er liebt die Tradition mit den Blumenhasen. Freundliche Interaktion mit ihm ausführen, okay. Gartenarbeit und ein Festtagsessen. Huch, nein, nein, ich will. Streicheln natürlich. Wie süß. So. Wir reden noch ein bisschen mit dem Häschen. So, da klopft jemand an der Tür, dann mache ich mal kurz Pause. So, machen wir mal weiter hier im Text. So, er quatscht sich jetzt fest mit dem Hasen. Er könnte die gute Stimmung teilen. Na, singen lieber nicht. Tier vorführen. Ja, zeig ihm mal dein Tier. Bisschen tratschen. Und übers Wetter reden. Warum auch nicht? Voll müllig hier bei dir. Bin eigentlich der Osterhase. Ach, ist doch nicht schlimm, solange die Sonne scheint. Es ist immer noch müllig. Dir fehlt eine Mülltonne. Ja, stimmt. Stimmt. Hier fehlt eine Mülltonne. Was ist denn das eigentlich? Hä? Ist doch eigentlich Rasen. Moment, das sieht da gar nicht so schlecht aus.
eine kleine Rasenkante. Okay, da steht schon irgendwas. Der ist ein bisschen groß. Dann kommt da noch ein Deko-Busch hin. So. Jetzt muss ich hier noch umdekorieren, hatte ich eigentlich gar nicht vor. Aber sonst können wir an dem Fest auch nicht so richtig teilnehmen, wenn wir hier keinen einzigen Busch haben. Warte mal. So. Oh. Kann man mal machen, oder? Was stört denn da eigentlich das Fenster? So. Dann gehe ich mal wieder rein in den Modus und er muss Gartenarbeit machen und Eier suchen. Eier findet man oft in Büschen. So. Das Gute ist, die können wir auch verkaufen. Wir können mal eins behalten hier aus dem Inventar und so. Führ mal dein Tier vor. Legt er sich gerade auf? Okay, kam nicht so gut an. Na gut. Wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir dem Hund noch Essen geben. Ich fahre mal hier rein. Und zwar füllen. Und dein Zeitplan. Der wird alle 3 Stunden nachgefüllt. So. Und dann muss ich mich ein bisschen um den Hund kümmern. Oh, ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr mit Hunden gespielt. Kann er die Kleinen mal zum Essen rufen? Nee. Auf den Futternapf. Keks zum Fressen rufen. Der muss ja auch mal was essen, der kleine Hund. Ich muss mal die Alterung anmachen, sonst altert der Hund nicht mehr. Nur aktiver Haushalt. So. Lebensdauer lang. So. Na, speicher mal. Hier unten sieht man auch, wie es dem Hund geht. Im Moment ist alles gut. Oh, der Hund mag Autos. Ist der tapsig, oder? Wow, 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 wow. Huch, hier ist so viel Gras. Wow, 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 wow. So, jetzt stiefelt er hier in die Küche. Alles für mich. Wann muss Asantos eigentlich mal arbeiten? In 2 Tagen. Machen muss er dafür nichts. Okay.
Ich bin dafür, da wir ja Geld brauchen, wir machen ab und zu mal einen Nebenjob. Zocken magisch, dass er Videospiele mag. Es geht doch nichts über das Hochgefühl, den letzten Boss-Level zu knacken, wenn er Santos zockt. Ist er eins mit dem Universum? Soll er zugeben, dass er Videospiele mag? Eine sehr schwere Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendwie. Man könnte ihm ein ganz anderes Leben geben. Fernab von PC. Von Gaming. Oder wir bleiben ein bisschen an der Wahrheit und sagen ja. Ich habe mir jetzt übrigens einen Würfel rausgesucht. Das heißt, ab jetzt könnte ich würfeln. Ja, er mag Videospiele sehr gut. Oh Mensch, dein Hund ist ganz schön verfressen. Der hat ja gleich den Futternapf leer. Oh, er hat ihn leer. Okay, wir sind mal ein gutes Herrchen. Der muss raus. Komm, du nimmst jetzt mal dein Tier und bringst den nach draußen. Den Welpen hier muss man nämlich auch zeigen, wie es geht, ansonsten hat man die Häufchen in der Wohnung. Das ist fast so anstrengend wie ein echter Hund. So, absetzen. Oh, sie haben Freundschaft geschlossen, wie schön. So, bitten, das Geschäft zu erledigen. Bitte, hier in den Garten. Und gleich nochmal. So, jetzt ist der kleine Racker fröhlich. Wir können ja mal Tierpflege. Kann man mit dem noch gar nicht rausgehen? Kann ihn ja noch mal fragen. Wow. Der hat ja ganz schön viel drin, der kleine Hund. Was passiert denn, wenn ich ihn noch ein paar Mal frage? Keks ist ein sturer Hund. Er ändert selten sein schlechtes Verhalten und hört nicht zu, wenn man ihn ausschimpft. Hatte ich ja eh nicht vor. Simstagram-Tier, naja, warum nicht? So, wegwerfen. Er würde gerne in Simpedia gucken und eine Freundschaft schließen. Oh, wie süß! Na klar. Er kann ja hier mal etwas posten. Und dann seinen Status überprüfen. Was könnte man denn machen? Fähigkeitenunterricht. Ne, wir machen mal einen Gelegenheitsjob. Auf dem Weg zum Ruhm. Ja, er könnte jetzt berühmt werden. Er hat 12 Follower, wow. Das ging schnell. Ah, er sucht einen Gamer, beziehungsweise sie. Aber noch können wir ja nicht Gaming. Keine Fähigkeiten. Wir machen mal was ohne Fähigkeiten. Wir können ja noch nichts. Also hier sind die Fähigkeiten.
Wir haben gerade mal ein bisschen Charisma singen, Videospiel auf 1. Da kann man noch nicht so viel machen. Aber rein theoretisch. Ich habe ihm ja hier eine Kamera geschenkt. Die nehmen wir mal ins Inventar. So. Ich bin dafür, er liebt ja sein Tier, dass er sich hier... Ist ja auch schön mit den Fenstern hier, ne? Ins Wohnzimmer. Oh, wer es mag. Dass er sich sein Tier hier hinhängt. So. Moment, im Baumodus. Ja. Wohl hängt man das nicht eher ins Wohnzimmer? So. Und dann ein Rahmen in könnte es kapieren. Okay. Die anderen Fotos brauchen wir ja nicht. Haben wir ein bisschen Geld. Das sind die Eier, die wir gefunden haben. Die machen den Umgebungswert höher. Ich stelle die mal hier einfach rein, dann fühlt er sich gleich viel wohler. So. Okay, mit der Kamera kann er jetzt weitere Bilder machen. Wo bist du eigentlich? Ach, du kochst. Salat, wie vorbildlich. Und dein Hund, der schläft? Oh, der schläft im Schlafzimmer. Der ist noch so klein, der kriegt noch ein zweites Hundebett. Moment. Komm mal her, Baubau. So. Kann er ihm sagen? Ja, er kann es ihm sagen. Dann sag mal deinem Hund. Ach, der erste Nachbar. Cool. Der hat Angst vor der Tür. Ach, der geht jetzt zu seinem Gelegenheitsjob. Ach, Mann. Gut, in der Zeit passt keiner auf den Hund auf. Ich pack mal das Essen in den Kühlschrank. So. Na gut, dann beobachten wir mal den Hund. Komm, erzähl mal. Was ist denn los? Au, 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 au. Dass er alleine raus kann, finde ich schon mal gut. Eigentlich müssten wir einen Zaun drum machen, dass der Hund nicht alleine abhaut, oder? Ja, wäre vielleicht ganz schlau. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn die ausbüchsen wollen, machen sie es sowieso. Ich nehme mal so einen kleinen. Ich hoffe, der sieht gut aus. Werde ich ja gleich rausfinden. So. Ah, der ist so hoch, ne? Obwohl, ich setze erstmal einen Zaun, man kann ja noch verändern. So, dann nehme ich einfach einen, der niedriger ist. Es geht ja nur darum, dass der Hund nicht sofort ausbüchst. Irgendwas Kleines. Wir sind ja auch im Dorf, das heißt, es darf nicht zu modern aussehen. Was denn jetzt? Nicht genug Geld. So ist der teurer. Der würde gehen. Ah,
Ach, wenn es jetzt am Geld scheitert, das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann. Oh Gott. Dann nehme ich den hier. Gut, gibt Hübscheres, aber. So, und eine kleine Tür. Die ist nicht hübsch. Ach, Mano. Ist auch nicht hübsch. Nein, 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 nein. Passt vor allen Dingen überhaupt nicht. Die geht nicht, okay. Was habe ich da nur getan? Ich wollte nur eine Tür. Eine einfache Tür. Okay. Sieht schon ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich werde bestimmt was finden. Das ist alles nicht so richtig optimal. Ich weiß gar nicht, warum das so schwierig ist. So. Ich werde da schon was hinzaubern, was schick ist. Irgendwie wird es schon gehen. Ich hab gleich kein Geld mehr. So, 88 haben wir noch. Die können wir noch ausgeben. Mir noch nicht sicher. Vielleicht wird es noch mal verändert. Aber ich glaube, das sieht schon relativ schrecklich aus. Ja. Oh. Ne, ich stelle das noch mal um. Aber ich glaube, das mache ich mal kurz offline. So, da bin ich zurück. Hat sich ein bisschen was verändert. Also, er hat jetzt in seinem Garten ein Huhn, zwei Häschen, die an einem Salat knabbern. Und eine Kuh. Also,
Leider gibt es hier keine Esel oder Hunde, obwohl doch hier so einen gibt es. Aber ja gut. Ich müsste hier einfach eigentlich in der Wohnung sitzen, sein Transport. Ein Transport und der immer bei ihm schläft, ja. So, bitteschön. Okay. Sieht ja auch interessant aus. Okay. Ja, ich denke, so haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Er ist jetzt, wie gesagt, gerade auf der Arbeit. Ja, das mit der Tür ist ein bisschen unsymmetrisch, aber ich denke, die Tiere lenken ein bisschen ab. Was noch ganz wichtig ist. Hatte die Kopfhörer gar nicht auf. Okay, ich wiederhole nochmal. Das hier ist sein Garten mit einem Huhn, zwei Häschen und einer Kuh. Er hat jetzt einen Pudel in seinem Schlafzimmer. Und was noch ganz wichtig ist, wo Asantos auch ganz, ganz großen Wert drauf gelegt hat. Also jetzt nicht mir gegenüber, aber so generell. Moment. Er fehlt dann mal nach der Farbe. Der eine oder andere kann sich schon denken. Terrakotta, ja. Wir brauchen ganz dringend einen Lehmziegelboden. Und jeder, der bei ihm die Let's Plays geguckt hat, weiß auch warum. Terrakotta. Positiver Umwelteinfluss. Wir gucken einfach mal. So, also erstmal ist das Bewegungstempo darauf größer. Haben wir ja gelernt. Also einmal komplett ums Haus rum. Oh, ich habe für die Spielereien eigentlich gar kein Geld, merke ich gerade. Moment. Ach, Mano. Schade. So, dann machen wir es einfach so. Er kommt ja gleich mit frischem Geld nach Hause. Sehr schön. Ich gebe dein Geld nur für wichtige Sachen aus, wie man merkt, ne? So. Was ich auch noch machen müsste, um die Stromrechnung ein bisschen zu reduzieren. Ich muss mal auf automatische Lichter stellen. So, alle Zimmer. Okay, das Ei leuchtet immer noch fleißig. Das heißt, solange jemand schläft, ist es dunkel. Und solange jemand nicht zu Hause ist. Jetzt gehen die Lampen an. Oh, er kommt nach Hause und was haben wir verdient? Ein bisschen. Also. Für ein Standardgrundstück gab es im Garten tatsächlich überraschend viel Gras. Asantos mähte den Rasen absolut präzise, womit Ian sehr zufrieden war. Der Kunde versicherte, dass er eine gute Bewertung im Gelegenheitsjobsprofil von Asantos hinterlassen würde. Super, wir haben sogar ein ganz bisschen Trinkgeld. So, unser Hund ist gerade wach. Vielleicht können wir das ja mal ausnutzen. Ja, du machst jetzt mal Fotos. So war das eigentlich nicht gedacht. Dann spring mal rein. Nochmal. Samstagram-Tier. Vielleicht wird ja sein Hund bekannt und berühmt. Also, du fotografierst von vorne und bist selber von hinten mit drauf. Das muss man erstmal schaffen. Der Hund ist total knuffig. Meine Güte.
Gibt's ja verschiedene Posen, ne? So, mal gucken. Normale Qualität. Hier ist sogar ein Daumen mit drauf. Guck mal hier. Das ist ganz selten am Anfang. Da hat sich ein Zwerg mit drauf geschlichen. Ja, ist eine schöne Erinnerung. Sollte man durchaus mal behalten. So, Rahmen nehmen wir mal rot. Wow, 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 wow. So, wir fragen jetzt mal den Hund, was los ist. Über Aufwecken belehren, ja. Ist ganz schön frech. So, Tierpflege. Mit dem kann man echt noch nicht so viel machen und nicht mal rausgehen. Leckerchen. Ich möchte mit dem Blumenhasen plaudern. Das verkaufen wir mal kurz. Dann muss ich mal gucken, ob wir den überhaupt kennen. Ja, Tatsache, wir können mit dem wohl 2 Uhr morgens. Ja. Fabian kennen wir auch. Ach ja, das ist ja der Tieradoptionstyp. Er wünscht sich, über Kapitäne zu diskutieren. Ja. Sag mal, Santos, geh mal was essen. So, wir haben doch eigentlich noch. Öffnen? Wir haben doch noch was drin. Nee. Okay, dann kochst du jetzt mal was. Du machst jetzt mal Grillkäse. Gleich eine große Portion. Ja, ja. Da ist der Salat, der ist auch gleich durch, den habe ich gar nicht gesehen. So, dem Hund geht es scheinbar ziemlich gut. Spielzeug kaufen. So. Öffnen. Dann verteile ich immer Spielzeug für den kleinen Hund. Der muss sich ja auch irgendwie beschäftigen dürfen. Keks den Ball geben, ja. So, nochmal gucken, ob wir die Feuerlöschanlage brauchen. Oh ja, ist schon fertig. Mensch, du kochst besser als ich dachte. Wow. Am Anfang hatten die Sims immer die Eigenschaft, wirklich fast jedes Mal die Küche in Brand zu setzen. Mmm, yum, 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 yum. Lecker. Oh, jetzt hat Hunger auf Grillkäse, so ein Mist. Ha, jetzt sehen wir dich doch in Schlafsachen. Naja. Du wolltest, dass wir dich spielen. So, es ist 4 Uhr morgens. Genau, er geht jetzt erstmal abwaschen. Der Pusch hier in seinem Zimmer. Bin mal gespannt. Stimmt. Der hart ja, der Hund. Da war ja was. Wir haben ja ein sehr flauschiges Exemplar. Ovi, komm mal her.